Juhu, und herzlich willkommen zu einem weiteren Hilfe! Zu einem weiteren Part von Vita Moris. Man sieht, ich habe mir die Haare geschnitten und gefärbt und ich sehe jetzt fast wie mein Männchen aus Vita Moris aus. Oh mein Gott, das war echt nicht geplant. Und zum Glück haben wir dieses super ultra hässliche Outfit nicht mehr an und können direkt losstarten. Es ist das Konzert, findet nicht statt. Doch, aber wir müssen noch mehr Leute für die Band finden. Oh mein Gott, ich kenne nicht so viele Leute. Ich kümmere mich da drum und mache im Endeffekt wieder alles kaputt wie immer. Gut, dann werde ich mal nach gleich Szene suchen, um herauszufinden, welche Instrumente in der Band fehlen. Schlagzeug, wenn es Gitarre und Sänger gibt. Schlagzeug ist super important. Warum kommt ihr nicht selber auf sowas? Kann die nicht denken, oder was? Wie weit sind wir mit den Vorbereitungen für das Konzert? Oh, ich hasse das, wenn Leute wir sagen. Oh, das ist so. Oh. Wie weit bist du? Wir sind es nicht. Du hast nichts damit zu tun. Geh weg. Ich werde alle einmal fragen, ob sie vielleicht beim Konzert spielen können. Auch Leute, die vielleicht nur die Triangel spielen können. Stehen da so 10 Leute, die Triangel spielen. Kling, 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 kling. Du spielst nicht zufällig ein Instrument? Ich habe in der Schule Triangel. Ich hab's doch gesagt. Alle haben Triangel gespielt. Triangel ist easy. Aber es nur Pling machen. Oh, schade. Aber ich wäre auch bestimmt viel zu aufgeregt gewesen, um vor allem Triangel zu spielen. Weil Triangel so hardcore krass ist. Da braucht man seine ganze Konzentration für. Spielst du irgendein Instrument, Viola? Nein. Außer, dass ich manchmal mit meinem Besteck auf dem Geschirr rumtrommel. Ja, das kannst du natürlich gerne auf dem Konzert spielen. Ja, ich bin Schlagzeuger. Was bitte? Wahrscheinlich nur in irgendeinem Videospiel. In Guitar Hero kann er wahrscheinlich nur schlagzeugen. Spielst du ein Instrument? Ich habe in der Grundschule Flöte gespielt. Immer diese Blockflöte. Wir saßen nebeneinander. Oh ja, stimmt. Wow, der hat immer super viel Eindruck auf sie gemacht. Für mich bloß dieses dämliche Mikro hingetan. Wo hast du das Mikro hingetan? Wo könnte das Mikro bloß sein? Dank dir habe ich plötzlich wieder Lust bekommen, Triangel zu spielen. Yeah, ich spiele diese Solo-Triangel. Armin und Iris. Okay, wenigstens 2 Leute, die man aussieht. Ich hätte ja Nathaniel fragen können. Den magst du so gerne. Also spielen das Fender, Iris und Armin. Okay, Moment. Armin, er spielt, aber was für ein Instrument? Schlagzeug? Soll das ein Witz sein? Das einzige Schlagzeug, das mein Bruder spielt, ist das von Guitar Hero. Guitar Hero? Es wird sowas von das von Guitar Hero sein. Aber Armin, du kannst doch nicht auf dem Ding spielen. Das ist auch technisch gar nicht möglich. Was ist denn jetzt bitte los? Guitar Hero, ich wusste es. Ich wusste es. Bei dem Spiel haben wir nur 4 Schlagfläche. Ich glaube, ein englisches Schlagzeug ist komplizierter. Wirklich? Doch, ich spiele hier drauf. Dann können wir ein paar echt bekannte Lieder spielen. Ja, das wollen wir echt. Also, ne, definitely not doing this. Damit hätten wir uns von anderen Bands unterscheiden können. Und hast du eigentlich mal... Hä, natürlich, ich bin voll nice. Schade, ich wollte dir bei... Hör mal, ich kann das selber. Ich brauche deine Hilfe echt nicht. Aber möchtest du, dass ich jemanden finde, der spielen kann? Ja, das wäre vielleicht auch was. Ah, nein, überhaupt nicht. Meine Eltern wollten mich nicht zum Musikunterricht anmelden. Sie dachten, dann werde ich weniger für die Schule tun. Oh mein Gott, ernsthaft? Du bist so schon der Streber 3000 des Jahrhunderts. Und wie sieht das aus? Wir haben 3 verschiedene Poster gemacht. Yay. Und jetzt steht es unentschieden und jedes Poster hat 5 Stimmen. Oh mein Gott, jetzt muss ich die Entscheidung treffen. Ich bin so important. Oh mein Gott. Ich weiß noch gar nicht, welches es gibt. Dann nehmen wir das Lisa-Farbene. Genau. Das lila und rosafarbene, weil wir wollen ja Attention und so. Wobei, dann regt sich... Im Endeffekt regt sich Castiel so auf, aber ist mir scheißegal. Ist super sexy. Wir haben geschrieben, dass es in 3 Wochen stattfindet. Dann sind da so wahrscheinlich so Einhörner und Regenbogen drauf. Ah, das klingt super eifersüchtig und das mag ich eigentlich nicht. Aber andererseits habe ich gerade nachgeguckt und gesehen, dass es eine positive Antwort ist. Ich könnte euch helfen. Mhm, ja. Bist du noch nicht nach Hause gegangen? Nein, ich wollte dir und Nathaniel helfen. Unbedingt. Mhm. Ach, stimmt. Da war einmal diese Folge, wo sie gesagt hat, oh, das stimmt so Nathaniel. Oh, geil. Haha, er hat sie nicht einmal angekommen. Wie fies das ist. Oha. Ich musste zwar etwas länger bleiben, aber wenigstens konnte ich verhindern, Melody mit Nathaniel allein zu lassen. What? Was? Ist jetzt eifersüchtig? Steht jetzt auf dem Wart? Ist los. Nächsten Morgen hat mein Wecker nicht geklingelt und ich muss rennen, um nicht zu spät zu kommen. Ich werde mal in den Keller gehen. Hä? Ich muss rennen, um nicht zu spät zu kommen. Aber vor dem Unterricht gehe ich erstmal in den Keller. Ja, schade, wenn du gespielt hättest, hätten wir die Mädchen aus den anderen Schuhen anlocken können. Übertreib mal. Ich weiß zwar, dass ich gut aussehe, aber es ist immer schön, das zu hören. Oh Gott, das ist schrecklich. Das ist scheiße, ich mag den nicht. Was macht ihr da? Wir
räum um. Kerze bitte weggehen. Boah, die macht sich jetzt bestimmt kaputt, diese dumme Bitch. Zieh ab! Oh ja, geht dir dein Näschen püdern. Burn! Also langsam übertreiben die schon so ein bisschen. Die so, ja, wir können auch noch einen Backstage-Bereich gebrauchen. Am besten machen wir noch Getränke-Lounge und vielleicht noch einen Whirlpool und vielleicht laden wir noch Rihanna ein. Fürs Thorsten. Hallo, Entschuldige, bin ich hier richtig an das wieder morische Kawaii-Anime-Desuné? Ich bin ein Fan von ihm. Er ist wirklich klasse und sehr nett und sein Vorname ähnelt meinem. Hä? Ich bin Lysandra, die Vorsitzende des Lysander-Fanclubs. Oh mein Gott. Ja, bitteschön, und schon bist du ein Mitglied des Fanclubs. Oh mein Gott, was bitte? Jetzt sind wir zwei. Oh mein Gott, die ist einfach das einzige Mitglied. Geil. Also dann, es war nett, dich kennenzulernen. Nina, was machst du denn hier wie Nina? Lysander, Kawaii, Herz, Lufia. Nina, hast du nicht gesagt, du bist Lysandra? Das war ein Scherz. Immer dieses... Es tut mir leid, aber ich sollte jetzt lieber Cassiel suchen. Ich habe das Gefühl, er weicht mir aus. Oh mein Gott, ist die Bromance etwa vorbei? Wir bräuchten allerdings noch eine Gedienstange. Oh, jetzt muss ich schon wieder Cash ausgeben. Das ist doch nicht normal. Boah, $30 für eine olle Stange. Für einen Top-Backstage-Bereich, den man im Endeffekt eh nicht braucht. Kennst du Nina schon lange? Na, nicht besonders. Sie war auf einem Konzert von mir und seitdem ist sie oft da, wenn ich nach Hause komme. Oh mein Gott! Sie verfolgt mich bis nach Hause. Stört dich das nicht? Nö, sie ist nett! Was zur Hölle? Nee, ich mag das voll gerne, dass sie bei mir zu Hause steht. Ich bin auf die Bühne gestiegen, um die Stange anzubringen. Die Striptease-Stange, woo! Nicht mal 4 Tagen sind wir schon wirklich weit gekommen. Ich kann es kaum noch erwarten, bis im Keller alles für die Proben bereit ist. Und wir unsere Leichen dort vergraben können, die wir schon die ganze Zeit gebunkert hatten. Doch wir brauchten noch einen Platz, um sie vergraben zu können. Die Musik, ey, die passt kein bisschen dazu. Da muss ich gerade Improv-Skills rauspacken. Die Musik hat plötzlich aufgehört. Wahrscheinlich hat Castiel Nathaniel mit seiner Gitarre geschlagen oder so. Ich wusste es. Sie hat den Mann fertig. Nichts, ein kleiner Unfall. Einer der Trommelstöcke ist mir aus der Hand gerutscht und hat Castiel getroffen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Der so, Und bereit für morgen? Ja, kann man so sagen. Hast du Lampenfieber? Warum sollte ich? Ich bin's gewohnt, dass mich alle angucken. Nee. Rosalie hat mit Alexi die Outfits fertig gemacht. Oh Gott, die Outfits. Ah! Nein, ich habe eine Überraschung für dich und die möchte ich dir nicht verderben. Oh mein Gott. Für mich bestimmt auch ein Kostüm. Oh mein Gott. Und ich darf dann so als Maskottchen auf der Bühne stehen. Los, los, Pompoms, yeah, woo, woo. Ich bin dann im Keller hinter der Bühne. Oh mein Gott, Hilfe. Will die mit mir rummachen oder was? Ich bin dann im Keller hinter der Bühne. So, das ziehe ich bestimmt nicht an. Da verdeckt ja selbst der Bikini von Amber noch mehr. Es war so klar. So etwas trage ich normalerweise nicht. Ist es durchsichtig? Das ist so funny. Zieh deins auch mal an. Ich wusste es. Ich krieg natürlich auch eins. Das war die Überraschung, weil das alles deine Idee war. Habe ich dir auch ein schönes Outfit gemacht. Oh mein Gott. Ey, das sieht aber nice aus. Es hat was. Es ist nicht so hässlich wie die Scheiße für $200. Das Konzert fängt an. Du sollst gehen. Kommst du nicht mit? Es sind noch nicht alle da. Ich warte hier lieber noch ein bisschen. Okay, wie du möchtest. Bye, yeah, man. Nathaniel für mich und nicht für dich, Biatch. Ernsthaft? Jetzt muss ich mich auf einen konzentrieren? Lysander, weil alle anderen mich eh hassen. Oh mein Gott. Oh, sexy. Warte, ihr seht das Bild nur abgeschnitten. Nein, es ist weg! Oh Mann! Als sie danach hinter der Bühne verschwunden sind, in die Backstage-Lounge, wo die natürlich nur 5 Minuten verbracht haben, war ja irgendwie klar, wofür ich für die Aufhängeschlange $30 bezahlt habe, mussten sie noch einmal für eine Zugabe zurückkommen. Toll. Was ist das denn? Oh mein Gott. Entschuldigung. Kein Problem. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich so, yeah, hast du ihn gesehen? Ich wusste es, der kriegt noch Fangirls. Master, hallo. Und die hatte einfach so Schmetterlingstattoos. Läuft bei der. Okay. Das war irgendwie merkwürdig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall was in die Kommis, was ihr von diesem Video haltet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye, Schatz.